Leute, ich bin heute in Hasewinkel und wir fahren ein bisschen Kart. Heute für mich das erste Mal Outdoor-Kartbahn. Ich bin heute mit ein paar Leuten da, die stehen irgendwo da hinten. Unter anderem ist auch der André dabei vom Elbeich. Und den kennt ihr vielleicht schon aus einem meiner letzten Videos. Und zwar ist das der Porsche-Sammler, der halt eine schicke Porsche-Sammlung hat. Und da gucken wir uns heute auch noch mal ein bisschen genauer ein Fahrzeug von ihm an. Dazu aber später mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier nicht wieder Vollloser dastehe. Dieses Video wird präsentiert von Autodoc, Expert in Autoparts. Klaus muss jetzt die Kamera halten, weil mein Arm jetzt hin ist. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich habe irgendwas überdehnt oder so. Über das Ziel hinausgeschossen. Aber es hat Spaß gemacht, das war es wert. Viel interessanter. Wir haben heute zwei R8 hier. Ein VZ Plus. Immer wenn ich ein VZ Plus neben meinen stehen sehe, merke ich immer wieder, mir fehlt ein Flügel. Ich brauche verdammt nochmal auf meinem nächsten Auto einen Flügel. Guck mal, das muss auch noch zeigen hier. Die Motorraumverkleidung auch in Carbon. Finde ich auch nicht schlecht. Wie, haben wir das einfach nicht? Nein, das haben wir nicht. Wir haben billiges Plastik. Wir sind jetzt heute mal wieder hier, also eigentlich gar nicht jetzt beim Elbe-Archiv, sondern ein bisschen weiter weg, weil wir haben uns jetzt mal so ein Plätzchen gesucht, wo wir jetzt ganz speziell mal so auf ein Auto eingehen können. Ich habe schon das passende T-Shirt an. Heute geht es nämlich um deinen GT3. Der ist in dem Sinne was ganz Besonderes, weil der ist ja so individualisiert. Gibt es eigentlich noch einen krasseren Porsche, was die Individualisierung angeht, so auf der Welt? Ich habe es so noch nicht gesehen. Das kann ich nicht genau sagen, ob es noch einen krasseren gibt, aber zumindest ist das so wie in der Form tatsächlich ein Unikat, das kann man so sagen. Aber die Besonderheit vom Fahrzeug ist tatsächlich, dass Porsche erstmalig 4 unterschiedlich farbige Felgen verbaut hat. Tatsächlich auf jeder Felge eine andere Farbe drauf. Auf jeder Felge ist eine andere Farbe, genau. Und das waren ja auch alles, sind ja auch alle Sonderfarben, ne? Vom Porsche, oder? Genau, sind alle Sonderfarben. Also das Projekt ist im Endeffekt, hat eine Länge von 7 Monaten. Also angefangen vom ersten Federstrich, vom ersten Gedanken, von dem ersten Moment mit Porsche darüber zu sprechen, etwas Besonderes zu produzieren. Das Ganze hat tatsächlich bis zum Bau, also bis zur Absegnung, dass es jetzt so gebaut werden soll, 7 Monate gedauert. Wahnsinn! Und wenn wir jetzt mal uns hier das Auto angucken, Grundfarbe ist Golfblau. Genau, also die Anlehnung im Ursprung war einfach vom 964. Mhm. Die Farbkombinatoren, die im Endeffekt der 964 verbaut wurde zum damaligen Zeitpunkt, als Anhaltspunkt zu nehmen. Also die Grundfarbe ist Golfblau und die besondere Farbkombinatorik ist natürlich Golfblau und Golforange, die an den Rennsport, Motorsport angelehnt ist. Und das ist auf einer Felge? Auf einer, genau, Golforange. Mhm. Das Original Golforange ist auf einer Felge, ganz genau. Mir persönlich gefallen diese Farben sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz wollten wir jetzt nicht alle Farben Golforange machen, sondern haben einfach weitere Farben mit einbezogen. Und deswegen haben wir, und das ist ja dann mit Sicherheit deine fast Lieblingsfarbe, schätze ich, vermute ich, am Fahrzeug, das Mintgrün, was dann auf einer Seite verbaut wurde. Also Golforange und Mintgrün auf der hinteren Felge. Hier ist die eine Seite. Acid Green oder Lime Green? Oder? Das ist tatsächlich Acid Green. Acid. Jetzt muss Acid, man natürlich... Jeder, der sich natürlich mit 964 auskennt und genau die Farben von früher kennt, weiß genau, Acid gab es früher nicht. Mhm. Das stimmt, weil anstatt Acid wollten wir ursprünglich Speed Gelb nehmen. Okay. Wir haben lange, 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 deswegen hat das Projekt 7 Monate gedauert, darüber nachgedacht, viele Modelle im Endeffekt auch auf Papier aufgezeichnet. Und wir kamen immer wieder zum Entschluss, anstatt Speed Gelb, und deswegen weichen wir so ein bisschen von den 964 Farben ab, haben wir uns dann gemeinsam alle für Acid entschieden, weil es noch mal so ein bisschen knalliger ist, ein bisschen frischer ist, ein bisschen moderner ist. Das andere wäre zu verwaschener gewesen. Und einmal Ruby Star. Genau, Ruby Star, respektive Stern Rubin. Also wenn man natürlich
die Vorderachse sieht, glaube ich, ist das eher der männliche Part und der hintere Teil von dem Farben ist eher der weibliche Part. Der hintere Teil gefällt mir besonders gut, muss ich wirklich sagen. Also wir sind von den PTS-Farben so zwei meiner Lieblingsfarben. Aktuell stehe ich wirklich tatsächlich auf Rooster und Mint, das sind so total meine Lieblingsfarben. Und die kommen ja jetzt wieder total in Mode. An den neuen GT3, GT3 RS-Modellen sieht man die recht häufig, finde ich. Das stimmt. Mittlerweile, ne? Das stimmt. Also oder GT2 RS. Man hat ja bei der ersten Generation GT3 RS hat man oftmals das Asset verbaut. Mhm. Und alles, was man ja nicht so häufig sieht, will man dann doch wieder auf weiteren Fahrzeugen verbaut sehen. Ja. Oder der Geschmack ändert sich. Und das Mintgrün, also deine Farbe, respektive Sternrubin, ist natürlich jetzt häufig auch letztendlich auch auf dem GT2S zu sehen, genau. Also was sehr lange gedauert hat und sehr langwierig war, war halt eben das Material, was halt eben im Innenraum wieder zu erkennen ist, im Endeffekt auch über Porsche zu beziehen, so zu beziehen, dass im Endeffekt Leder oder Fäden letztendlich auch wieder machbar möglich war, dass diese Fäden letztendlich auch vorhanden sind und im Innenbereich sich wieder gespielt haben. Ja, also wenn man schon den ersten Blick so ein bisschen rein, den ersten Blick ins Auto wirft, sieht man direkt, dass also die Farben der vorderen Achse sich hier widerspiegeln. Das heißt also, von der Vorderachse das Acid sieht man hier im Lederbereich wieder am Sitz. Also sowohl die Fäden wie aber auch das Leder. Und das war die Besonderheit, mussten sich oder sollten sich in den Innenfarben widerspiegeln. Und da musste natürlich geguckt werden, ist das Material überhaupt da? Beispielsweise, es gibt kein Sternrubin-Leder, kein Sternrubin-Faden oder im Mint-Bereich ganz genauso. Und wenn man viele andere Farben durchgeht, alle Blautöne gibt es einfach gar nicht im Leder- respektive im Fadenbereich. Also musste die vordere Felge, und das ist der Clou, den wir uns noch einfallen lassen haben, im Endeffekt so sein, dass es machbar möglich war, die vordere Felge auch auf dem vorderen Sitz wieder zu spiegeln. Und das war natürlich machbar möglich, weil der Keder respektive das Leder war halt eben möglich, dann in dem vorderen Sitz zu verbauen. Man muss sich einfach vorstellen, dass beispielsweise jeder Faden, der verbaut wird, auf alles, was verbaut wird, gibt es eine Gewährleistung und alles muss überprüft werden. Ja. Das bedeutet, dass beispielsweise der Faden, der am Lenkrad verbaut wird, eine ganz andere Dicke hat, obwohl man es so gar nicht erkennt, mir war das auch vorher nicht bewusst, als beispielsweise in den Seitentüren oder im Sitz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Faden am Lenkrad machbar möglich ist, aber am Sitz nicht machbar möglich ist, weil einfach dafür die Dicke und die Gewährleistung von diesem Faden nicht zugelassen ist. Und das ist einfach jetzt hierbei die Besonderheit, dass man sowohl die Außenfarben mit einfach auch mit den Interieurfarben so abstimmen musste, dass es auch umsetzbar ist. Auf Papier kann man alles zeichnen und deswegen kann man nicht alle Farben sich aussuchen. Porsche macht ganz, ganz viel möglich, unumstritten. Aber die Farben, die wir uns ausgesucht haben, immer wiederkehrend, da gab es immer mal wieder Schwierigkeiten. Sind das jetzt hier die 918-Sitze, sind das? Genau, das sind jetzt die 918-Sitze. Vollschalensitze, Vollschalen-Carbon-Sitze. Genau. Mit, wie sagt man, Pepita oder wie genau. Heißt diese? Genau, das ist ja... Sitzfläche ist Pepita. Die Sitzmittelbahn, das ist Pepita. Pepita ist ja angelehnt auch an historische, alte, besondere Fahrzeuge der Vergangenheit. Ich glaube, Pepita ist erstmalig wieder so ins Leben gerufen worden durch diesen 50 Jahre 911 Porsche Jubiläumsmodell, wo es ja 1963 Stück von gibt. Da ist das Pepita so ein bisschen wieder deutlicher ins Leben gerufen worden und nochmal unterstrichen und verstärkt wurde es genau mit dem Sitz beim Porsche R, wo es ja dann letztendlich auch wiederum Serie war. Wir haben uns gedacht, besondere Fahrzeuge, die in der Vergangenheit so konfiguriert wurden, sind natürlich jetzt hier nochmal mit aufgenommen worden, sodass wir gesagt haben, Pepita ist ein Muss, das mit reinzubringen, weil es einfach auch stilistisch gut passt. Das Interessante ist ja, man sieht es ja wirklich erst, wenn man drin sitzt, das Lenkrad hat ja zwei verschiedenfarbige Nähte. Genau, also an dem Lenkrad kann man es am besten erkennen, dass beispielsweise bis kurz vor Baubeginn noch eine kleine Veränderung stattgefunden hat. Weil der Ursprung war, dass das Lenkrad vom 12 Uhr Punkt Acid sein sollte und dementsprechend drei Fäden gibt es beim Lenkrad, zwei Außenfäden, einen mittleren Faden. Da hieß es, dass Acid in Alcantara zurzeit nicht machbar und möglich ist zu verbauen. Dann haben wir es halt eben in Orange genommen. Und dann haben wir die Fäden auch nochmal dementsprechend geändert. Also das heißt, diese 12 Uhr Markierung ist jetzt auch in diesem Orange. Genau.
Also ist jetzt auch hier wieder am Sitz. Ganz genau. Also im Endeffekt ist das Orange von der rechten vorderen Felge aufgenommen worden. Und somit haben wir dann auch nochmal kurzfristig die Fäden so im Endeffekt geändert, dass wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir zweimal die Acid-Fäden und in der Mitte dann auch nochmal den orangen Faden, sodass im Endeffekt die Farben der vorderen Achse einfach in dem Innenraum einfach nochmal zu sehen sind. Und beim Schaltgetriebe ist es ja gleichzeitig auch noch der Schaltsack, genau, der letztendlich dann auch nochmal wechselseitig mit dem Acid und mit dem Orange verbaut wurde. Genau, und alles, was wir jetzt hier am Fahrersitz haben in Acid, haben wir jetzt auf dem Beifahrersitz nochmal in Golf Orange. Ganz genau. Also im Endeffekt spiegelverkehrt. Auf dem Beifahrersitz ist es dann im Endeffekt dann auch nochmal wie die Vorderachse auf der rechten Seite. Das heißt also, wenn man links guckt und nur den vordere Felge sieht und den Fahrersitz, hat man die gleiche Kombinatorik und auf der rechten Seite ebenfalls umgekehrt mit Orange. Da sind jetzt wahrscheinlich auch viele Leute, die jetzt erstmal darüber diskutieren werden, ob das oder inwieweit das noch was mit Geschmack zu tun hat. Das ist sicherlich so. Also ich glaube, dieses Auto scheidet ganz klar die Geister. Es gibt ganz, ganz viele, die einfach sagen, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und ganz viele sind aber im Umkehrschluss genauso umgekehrt begeistert und sagen, das ist was ganz Besonderes. Mein Traum, wenn mal irgendwann mal was im 911-Bereich mal möglich machbar wäre, wäre das so eine Idealvorstellung. Hast du das so wirklich tatsächlich konfiguriert, weil du es so schön findest? Oder weil du gesagt hast, du möchtest einfach für dich selber sehen, was da möglich ist und halt auch eben selber zeigen anderen Leuten, was an Konfigurationen da möglich ist. Oder beides? Also es gibt eigentlich zwei Dinge. In erster Linie hat man natürlich immer so ein bisschen die Grenzen ausgelotet, um einfach zu gucken, was ist machbar möglich. Aber auf der anderen Seite wollte ich für mich persönlich einen GT3 haben als Unikat, als etwas Besonderes. Mit der Idee tatsächlich ein etwas Einmaliges umgesetzt zu bekommen, weil auch der Prozess, dass Porsche überhaupt eine Zustimmung gegeben hat, das Auto so in der Form zu bauen, mit vier unterschiedlich farbigen Felgen, mit zwei unterschiedlich farbigen Sitzen, im ersten Moment, ohne überhaupt eine Visualisierung dahinter stehen zu haben, das läuft durch einige oder ist durch einige Instanzen gelaufen, wurde auch im ersten Moment nicht mit offenen Armen empfangen. Also im Endeffekt wurde das mit sehr viel Skepsis auch gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Und als man dann trotzdem angefangen ist, im Endeffekt die Idee nochmal weiter zu verfeinern und dann nochmal aufs Papier gebracht hat, je mehr hat man sich mit dem Gedanken angefreundet. Also im ersten Moment haben sie wahrscheinlich zu dir gesagt, bist du denn verrückt? Im ersten Moment hat man tatsächlich gesagt, wir bauen eigentlich in der Regel nur schöne Autos und harmonische Autos, weil man muss jetzt hierbei sagen, und es ist tatsächlich so, es ist erstmalig, dass Porsche vier unterschiedlich farbige Felgen verbaut hat und zwei unterschiedlich farbige Sitze. Und auf die Idee ist sicherlich schon mal der ein oder andere gekommen. Und ich bin Porsche extremst dankbar, dass das Porsche für mich auch so umgesetzt hat. Und im Nachgang habe ich auch erfahren, dass also viel positiver Zuspruch auch im Hause Porsche gekommen ist, als man das Auto final fertig gesehen hat. Und man muss mal was probieren. Und Porsche zeigt auf der einen Seite, dass hohe Individualisierungsmöglichkeiten durchsetzbar, machbar und möglich sind. Und das ist wiederum das Besondere. Und deswegen die Exklusivabteilung nochmal ein ganz großer Dank. Es ist einfach für mich ein Traum hier entstanden. Und die Farben am langen Ende, ich finde es in der Farbkombinatorik immer noch begeisterungsfähig. Also immer wenn ich das Auto wiederum sehe und ich habe es nur mal häufig und sehe es öfters, bringt es mir ein Lächeln ins Gesicht. Also Porsche war im Nachgang so begeistert, dass sie sich sogar entschlossen haben, eine limitierte Kleinserie in einem Modell 1:18 letztendlich zu entwickeln und im Endeffekt in ihrem eigenen Porsche Store mit aufzunehmen, sodass man dieses Fahrzeug über Porsche direkt als 1:18 Fahrzeug letztendlich kaufen konnte. Das Fahrzeug wurde limitiert auf 300 Stück. Was natürlich nicht fehlen darf zu so einem Fahrerschlüssel. Individualisierten Auto. Der Schlüssel muss natürlich auch in derselben Farbe zum Auto sein. Und damit würde ich erstmal sagen, das war es ja eigentlich soweit dazu. Ja, ganz lieben Dank, dass du wieder da warst. Ja, also insofern, danke, dass du mich mal wieder eingeladen hast. Und wir sehen ja demnächst hoffentlich noch viel, viel mehr, weil das, was wir bisher ja vom Elbe-Archiv gesehen haben, ist ja nur ein kleiner Teil. Es stehen ja wirklich
sehr viele interessante, individualisierte, limitierte Autos bei dir rum. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr von André und seinem Elva-Archiv sehen wollt. Also ich definitiv und wir kommen auch definitiv noch öfter vorbei. Freue ich mich. Und dann bin ich mal gespannt, was wir demnächst dann voll erleben. Ja, das eine oder andere steht auf jeden Fall noch in der Halle, was auch die Öffentlichkeit so noch nicht gesehen hat. Also insofern wird es, bleibt es weiter spannend. Ja. Wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt doch den André mal auf Instagram. Sein Instagram-Account blende ich gerade mal hier ein. Und ansonsten danke, 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 danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schönen guten Tag. Wir verkaufen heute Steine. Den hörst du auf zu lachen, nee, ne? Aber das schneidet nicht zusammen. Aber die riecht so lecker nach Pizza.